sagen, wenn der Tag lang ist. Wenn der weiß. So und so ist das. Man könnte es mit Skyrim vergleichen. Skyrim. Wenn du die Mission das erste Mal machst. Oder Fallout. Du weißt ja nicht, wo du als nächstes hin musst. Was du als nächstes machen musst. Der sagt zu dir, geh mal da und da hin. Du gehst da und da hin und findest ein Schwert, ein Buch. So, dann spielst du die Mission das zweite Mal. Machst das Spiel das zweite Mal durch. Dann sagst du dir auch, auf dem Weg von da nach da, gehe ich mal da vorbei und hol mir das Buch mit, weil ich ja eh zu dem Händler muss. Und der sagt dir dann missionsmäßig bla bla bla, er möchte gerne das Buch haben. Sagst du, was für ein Zufall, ich habe es schon dabei. Ach, toll. Das kannst du aber erst, wenn du weißt, wo das Buch ist.
den Abstand und du kommst sicher zum Stehen. Was mir da ein Hintermann ist, ob der eine Lebensversicherung hat, wenn nicht, sieht schlecht aus. Ist auch gar nicht schwierig, Abstand zu halten. Ja, für manche Leute ist es schwierig. Manche Leute können es nämlich nicht. Dann wird es schwierig. Sehr schwierig sogar. Ultra schwierig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Frag mich. Dass manche Leute nicht hinkriegen. Und dann klein Hirnlicht. Hirn zu klein. Das heißt ja Heinz Dingsbumstraße und die hat dann nicht im Namen drin gehabt. Nordstraße habe ich eingeben.
komischerweise Langenhagen 30855, das ist die Postleitzahl. Komisch. Thank you.
Ich will nicht nach Köln, du Arschloch. Die Nordstraße ist ewig lang. In welche Richtung ist denn die Straße? Die Richtung oder in die? Da, wo wir hin müssen. Ja, hier steht drauf, Einfahrt über Nordstraße.
Straße ist neu, zu neu. Vor mir fährt man 80 und der Spanier kommt mir vorbei oder was? Nee, jetzt muss ich mich verarschen. Hildesheim. Ich kann nicht.
kommt immer näher an mich ran. Irgendwann muss er bremsen. Wahrscheinlich, wenn er die Rücklichter im Arsch hat. Weiß ich, dann bremst er. Das heißt, das sitzt dann bei mir auf dem Auflieger vorne an der Stirnwand. Jetzt kommt Sternchen, ich hab's gewusst. Oh, 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 oh. Alter, der ist ja Korkenzieher. Sieht man denn? Ja, na. Mal wieder rechts in der Dick hängt. Den haben sie einseitig geladen. Das sieht man sofort. Wenn der Streif hinten nachfährt, dann wollen die wissen, was da hinten drauf ist. Warum der so in den Binsen hängt. Es ist möglich, mit dem kaputten Luftbike zu fahren. Klar. Das geht. Kaputter Luftballon ist eine Sache. Mit kaputten Luftballon kannst du nicht fahren, ist klar, weil da pfeift die Luft durch. Da kriegst du den Auflieger nicht auf Fahrhöhe. So, wenn du aber jetzt hergehst, machst du den Schlauch, der reingeht, machst du einen Knick rein und einen Kabelbinder drüber, dann geht da keine Luft rein und keine Luft raus. Folgedessen, ist klar, weil der Luftballon ja geplatzt ist. So, dann machst du einen Knick. Machst den Kabelbinder und dann geht keine Luft mehr raus, weil der Luftbalken nicht mehr gefüllt wird. Ganz einfach. Dann kannst du fahren mit. Dann könnte es auch sein, dass das Ding so in den Binsen hängt. Durchaus möglich. Na, Sternchen. So blöd zum LKW fahren, ne? Man merkt's. Hier nicht so begeben von hinten. Warum eigentlich? Bleib auf der anderen Spur. Vollpfeifen.
genau wegen solchen Leuten müssen die dann nachts raus. Arschloch aus seiner Kabine rausschneiden. Weil zu blöd zum Abstand halten. Gefährdet noch andere, dich und mich. Dich überholt jemand, zieht knapp vor dir rüber und dann gondelt er mit einer gewissen Geschwindigkeit vor dir rum. Und dann musst du dir noch fallen lassen, dass andere Leute zu dir sagen, warum hältst du keinen Abstand? Also, folgedessen plus 4 km/h, die Bremse ging bei 80. Dann kommt das Auto rüber, geht auf die Eisen und ich stehe auf der Bremse. Und ich habe 10 Tonnen Alu hinten drauf.
Dann hat es gekracht, dass die Heckscheibe geflogen ist. Also kommt mir nicht von wegen, dass ich gepennt hätte, wenn ich auf der Bremse stehe. Zieht einer vor dir rüber und steigt in die Eisen. Da musst du dir von Leuten, die nicht dabei waren, ja, erzählen lassen, warum hast du gepennt? Warum bist du nicht früher auf die Eisen gestiegen? Hallo? Weil ich es nicht muss. Für
irgendeine Firma fahren, ja, dann würde ich da vorne einen Bullfänger hinbauen. Würde ich machen. Also schön, so wie es die Baustellenfahrzeuge haben oder die von der Straßenmeisterei. Die haben so eine richtig schöne platte Pfanne. Und der Schneepflug zum Beispiel ankommt. Ja. Da können dann die Autofahrer von mir aus Bremse treten, bis sie schwarz werden. Habe ich kein Problem damit. Weil das Ding mit dem Rahmen verbunden ist. Da ist so ein bisschen Blech von einem Auto, ist da Bibifax. Aber die Plastikstoßstange hier vorne, die hält das nicht aus. Die geht kaputt. Sowas würde ich mir anbauen. So ein richtig schönes, so was richtig Schweres vorne hin. Dann könnt ihr bei mir Bremscheck machen, so viel ihr wollt. Würde mich nie interessieren. Würde ich eure Seiten schieben. Das so wollt, bitteschön. Habe ich kein Problem damit. Da geht mein LKW nicht kaputt. Scheiß auf die Regeln, ab sofort. Ich überhole, wann ich will, ich halte keinen Abstand mehr. Dann fahre ich so wie die Kollegen da draußen. Aber den Schub ziehe ich mir dann an. Vergesst nicht. So wie 99% aller LKW-Fahrer da draußen. Die halten sich nämlich auch nicht an die Regeln. Für die Autofahrer brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Sprinter hinter uns. Ich war auf dem Weg nach München, glaube ich war es. Da hatte ich einen Sprinter hinter mir am Arsch kleben. Ich war in einem LKW mit gut Abstand. Der ist gefahren, 70 über die Landstraße. So. Ich habe meinen Abstand drin gehabt in meinem Renault. Mit meinem Renault. Gut Abstand. Mehr als halber Tacho. Und der Sprinter hing mir direkt im Kofferraum. Es waren zwei LKWs vor mir. Zwei. Wann der Sprinterfahrer wäre auf die Idee gekommen, oh, ich halte mal Abstand? Nee. Den habe ich nur losgebracht, weil ich die zwei LKWs überholt habe auf gerader Strecke. Der kam nicht hinten nach. Der kam durch Gegenverkehr. Solchen Idioten hast du es auf der Straße zu tun. Das kann ein paar Mal gut gehen. Ich weiß ja, wenn du das Auto von der Firma schrottest, ich weiß nicht, was dein Chef dazu sagt. Deshalb wahrscheinlich, es war es für dich. Du kannst gehen.
nicht auf die Idee, dich bei der nächsten Firma, ne, vorzustellen. Weil die fragen danach, wo waren sie denn vorher? Warum wurden sie denn entlassen bei der Firma? Warum weiß ich nicht. Ja. War es denn eher so, dass sie einen Sprinter geschrottet haben? Oh. Oder einen LKW? Da fragst du dich wirklich, also wer hat das eigentlich programmiert?
das Gerät hier. Wer hat das eigentlich programmiert? Welcher Idiot? Da fahren wir bei der A2 Richtung Langenhagen, links weg. Jetzt fragst du dich natürlich, da kommt Kreuz Hannover-Buchholz in 1,5 Kilometer auf die A2. Hier steht in 1,6 Kilometer auf die A2 fahren. Welches Arschloch hat das eigentlich programmiert? Wollen wir jetzt auf die Autobahn Richtung Dortmund fahren? Also Richtung Langenhagen. Welcher Vollidiot war das eigentlich? Warum sind wir nicht vorne auf die A2 gefahren? Hier, das ist rumgedackelt. Einmal außen rum. Ist so ein Hals mit so einer Krawatte. Ich den Scheiß erklärst. So, du musst zum bestimmten Punkt. Das Gerät sagt aber nicht, fahr grad aus, 2 Kilometer, sondern das Gerät sagt, fahr hier rechts, einmal außen rum, kommst du auf der anderen Seite an, 5 Kilometer. Das heißt, statt 2 Kilometer fährst du einmal außen rum, mach 5 Kilometer, sind 3 Kilometer zu viel. Nur weil das Gerät so blöd ist, kürzeste Strecke zu rechnen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Welcher Doldi hat das eigentlich programmiert? Ich habe vorhin noch gesagt, auf der A2 geht es Richtung Langenhagen. Denk mal, noch gute Idee, fahren wir alle mal da lang. Schauen wir mal rauskommen. Ja, A2. Bleib auf der Autobahn. Auf der Autobahn geht dann von der A7 auf die A70. So. Quer durch die Stadt. Einmal hinten rum. Über Wasserlosen brauchst du nur den halben Weg. Statt 30 Kilometer 15 Kilometer. Ich sag ja, welcher Doldi hat das eigentlich programmiert? Warum fährt das Navi eigentlich immer den langen Weg? Jetzt musst du dir vorstellen, du kennst die Strecke nicht. Und sagst, wird schon richtig sein.
Aber dann ist irgendwann mal deine Fahrzeit zu Ende. Dir fehlen 10 Minuten. Was machst du dann? Demjenigen gehört das Gerät links und rechts den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Links und rechts. Ein Jahr lang. Grün und blau. Da haben sich schon Fahrer drüber aufgeregt, ja. Der letzte Fahrer, wo ich am Telefon hatte, wo wir nach Mannheim gefahren sind, der gesagt hat, stehst du von der Brücke mit 3,60 Meter. Das Gerät sagt, fahr durch. Also hier, Mattscheibe, Scheibenwischer, Vogel. Es spielt keine Rolle, ob du im Gerät eingibst, dass das Ding 4 Meter hoch, 2,50 Meter breit und 20 Meter lang ist. Spielt keine Rolle. Ich meine, wofür hat man die Option? Wofür hat man das im Gerät, wenn es nicht berücksichtigt wird? Wenn das Gerät sagt, eine Brücke mit 3,60 Meter fahr durch und das Eingeben 4 Meter, das interessiert doch das Gerät nicht. Das sagt, fahr durch, dann passt du durch. Oder wie? Ist so. Bei den Straßen. Wir sind letztens Friedrichshafen gefahren. Nicht das von Wadachen, sondern das letztes Jahr sind wir gefahren. Da haben die den Tunnel saniert. Da war der Tunnel gesperrt. Da waren Baumaschinen, Schilder, ja. Darauf hingewiesen haben, kannst du nicht nur im Tunnel fahren, das schaffst du nicht mit dem LKW, auch mit dem PKW, schaffst du nicht. Du musst also durch die Stadt durchfahren. Das Gerät sagt, scheiß drauf, fahr durch. Geht nicht, gesperrt. Vorhin zum Beispiel, da war die Straße, Lösbach, war die Straße gesperrt. Rechts, einmal außen rum dackeln und dann wieder vorne auf die. Sag ja, wer hat das programmiert? Welcher Dolly? Und da war nichts gesperrt. Die Straße war frei. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf der einen Seite ist eine Straße gesperrt. Das Gerät sagt, fahr durch. Dann ist eine Straße gesperrt auf dem Gerät, wo nicht gesperrt ist. Da wirst du dann umgeleitet. Hä? Also, für mich, also, ich weiß nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Seite sagt, es fahrt durch. Auf der anderen Seite sagt, kommst du nicht durch, fahrt da lang. Till Eulenspiegel. So sagen und so machen. Also genau andersrum. Ich bin jedes Mal aufgeregt über das Gerät. Jedes Mal. 4,6 Kilometer geradeaus. Auf die B522 Flughafenstraße. Pferderennbahn. Straße. Auch in der Münchner, wir sind in der
mal runter. Frag mich nicht, ob es richtig ist. Ich habe keinen Plan. Ich soll mal vorbeifahren. Ich aber toll von dir. Da möchte ich sogar nicht hin. Terminal B und C. Aha, hervorragend. Scheiße, Mann. Stehen wir natürlich genau in der Einfahrt. Vorne Einfahrt. Machen wir, ich mache mir die Einfahrt frei. Dass der Bus rausfahren kann. Thank you.
Ich muss gerade mal ein bisschen überfahren. Ja, ja, das ist mit der Kurve. Allerdings herzlich wenig, weil das bringt mir nicht viel. Ich komme gleich wieder, jawohl, über ein Ding drüber. Dass ich da nicht reinfahre, das ist nach Cargo. Scheiße. Ich muss da reinfahren. Das ist jetzt die Firma. Geradeaus.
Anstalt. Da wollen wir ja nicht hin. Verkehr, Nahverkehr. Alle Besucher werden gebeten, sich an der Rezeption anzumelden. Ich melde. Und ich muss euch jetzt aber reinschmeißen. Wir sehen uns aber, wenn ich wieder rausfahre. Bis dann.